Ferdinand, was machst du da mit der Guillotine? Was? Köpfen üben? Tu das Ding jetzt weg! Andi, du bist auch wie die Allianz Arena, ne? Ja, halb voll. Stefan, was machst du denn da? Um Hummels Willen! Ja, 0:1 Auftaktniederlage gegen Frankreich, ne? Aber immerhin hat Deutschlands erste Tor erzielt. Gut, war ein Eigentor, ne? Solche Kunststücke kennst du ja normal nur von Armin Laschet oder Annalena Baerbock. Andi, bei uns auf dem Platz, ne? Findest in jeder Ecke einen guten Spieler. Deswegen hat Gott die Erde auch rund gemacht. Ja, in der Münchner Arena war ja Maskenpflicht. Antonio Rüdiger so, cool, dann gehe ich als Batman. Ey, Spaß, der hatte Gesichtsverletzung, ne? Ja, und den Kollegen, den Gegenspieler, den er angeknabbert hat, die halbe Schulter jetzt weg. Meinte der Yogi eigentlich, als er gesagt hat, spielt mal mit mehr Biss? Schiri, warum zeigst du dem denn gelb? Ach so, das war dein Impfausweis. Nervig fand ich auch diese Nebengeräusche auf dem Platz, ne? Ach so, das waren die Zuschauer. Euro 2020, ey. Deswegen sind die Stadien noch nicht ausverkauft, weil die Leute nicht genau wissen, ob die Tickets aus dem letzten Jahr noch zählen. Ach, ab dem Achtelfinale wird eh alles aufgefüllt mit Schulklassen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der stand letztens in der Kirche vor so einem bunt gesprenkelten Kirchenfenster, geht da zum Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, da ist ein Papagei gegengeflogen. Ach, der Fallschirmspringer hat dem Yogi jedenfalls mal gezeigt, wie man Leine zieht. An Yogis Stelle würde ich bei der nächsten Wäsche mal den Weichspüler rauslassen hier. Und mal den Nachfolger von Effi Briest lesen hier. Effizienz. Stefan, beim Spielabend, ne, da schlägst du immer alle, nachdem du verloren hast. Ja, jetzt geht's Samstag gegen den FC Ronaldo. Geil fand ich ja mit CR7 und der Cola in der Pressekonferenz schön weggezogen. Ne? Hätte ich auch gemacht, für eine Kiste Pilz. Da brauchen wir wirklich zwei Mann. Ne? Manndeckung ist das Stichwort. Also für Mats Hummels, ne? Nicht, dass der wieder Scheiße baut. Manuel Neuer haben sie gefragt, was hätten sie denn von Ronaldo? Und er so, ja, am Samstag nicht so viele Bälle. Naja, gibt's dieses Jahr wenigstens keine nervigen Autokorsos. Kann sich eh keiner leisten bei den Spritpreisen. Andi, dich brauchen wir nicht verkaufen, ne? Da stell ich lieber die Bibel bei eBay rein, da hab ich schneller 10 Gebote. Ja, Männer, geile Idee. Nur weil ihr den Fallschirmspringer gesehen habt, macht ihr jetzt einen Mannschaftsausflug im Heißluftballon oder was?